Oh Mann. Oder doch nicht? Ach egal. Versuchen wir jetzt einfach mal. Na, das war dumm. Wir müssen sowieso auf der Karte bleiben, egal. So, dann suchen wir ein gutes Gehwagenrennen und probieren den hier gleich mal aus. Wollen wir es hier? Sehr schön. Ja, da hat es doch wirklich einige. Nee. Chevrolet, nein. Experte. Ja, fahren wir mal das hier. Können wir gleich mal mit unserem neuen Lamborghini alle platt fahren. Oh yeah. Yay! So, komm, ein bisschen Gas geben hier, Lamborghini. Ich glaube fest an dich. Wow, 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 wow. Was sind da für Frame Drops? Das ist irgendwie abartig. Unnormal irgendwie. Wow, ich muss hier echt aufpassen, weil die Gegner anscheinend eine gute Beschleunigung haben. Ich habe eine gute Höchstgeschwindigkeit. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Na egal, dann müssen wir halt damit auskommen. Oh verdammt, das Fahren wird auch noch bewertet. Habe ich nicht gesehen, verdammt. Na, dann müssen wir noch mal eine Runde aufpassen. Ja, komm, ja, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das kriegen wir schon irgendwie auf die Reihe. So. Ja, das gefällt mir doch. Die Gegner sind richtig weit entfernt. Ja, gut, dann war der Wagen doch sein Geld wert. Wow. Wow, 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 wow. Sehr schön. Gott. Ihr könnt meinen Staub fressen, ihr gegnerischen Fahrer. Ha. Haha, sehr schön. So, mehr als ein Drittel der Strecke haben wir schon hinter uns gebracht. Aber das ist natürlich sehr gut, dass es so gerade so eine gerade Strecke ist. Es gibt zwar auch Kurven, aber es ist vor allem sehr gerade und das ist für uns halt total vorteilhaft. Da wir eine gute Höchstgeschwindigkeit haben, kommen die anderen halt nicht ganz so gut nach. Sehr schön. So, jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Sekundenabstand das sein wird. Ich bin schon im nächsten Checkpoint, bevor die anderen überhaupt da sind. Ich bin zu schnell für sie. Genial. Bevor die es überhaupt bis zum nächsten Checkpoint schaffen, bin ich schon im nächsten drin. So, ja, warte mal, zwei Drittel haben wir auch schon geschafft. Mehr zwei Drittel ab jetzt. Warte mal, der erste ist 600 Meter von uns entfernt. Wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad at all. Oh ja, hier können wir schön Gas geben. Schön gerade Strecke hier, sehr gut. Ah. Ach genial, die haben ja eine Null Chance gegen uns. Und das ist ein Expertenrennen. Gott. Ist ja echt abnormal. Na egal. Sieg bleibt Sieg. Und Kohle her! Sehr schön. Na, da hattet ihr wohl keine Chance, was? Ich bin einfach zu gut mit dem Wagen, ha?
Einfach zu gut. So, hier hat's weitere. Ja. Ja, ich würde sagen, dann arbeiten wir mal all die Gehrennen ab, die längst überfälligen Gehrennen, die wir schon längst hätten schaffen sollen. Naja, jetzt bin ich noch zu hinter, aber ihr werdet gleich sehen, das wird sich schnell ändern. Das wird sich sogar sehr schnell ändern. Haha. Ja, so langsam kommt's, so langsam kommt's. Und da überhole ich die auch schon alle. Okay, aber hier sollte ich besser abbremsen. Oh. Sehr schön, jetzt sind wir schon Zweiter. Und ab jetzt sogar Erster. Aha. Und ab jetzt habt ihr keine Chance mehr, würde ich sagen. Naja, obwohl es ja. Okay, sie haben jetzt noch eine Chance. Ja, okay, sie haben jederzeit eine Chance. Wenn ich einen riesen Unfall baue, dann ist es auch vorbei für mich. Aber sobald ich erstmal Abstand gewonnen habe, dann können sie es gleich aufgeben. Und das sieht jetzt schon schlecht für sie aus. Na, fast 5 Sekunden, gar nicht mal so schlecht. So, und ein kleiner Sprung. Woo! So, schön langsam fahren. Wir haben mehr als genügend Abstand. Da haben wir keinen Bedarf, hier sogar noch mal Gas zu geben. Können wir schön abbremsen, da die Gegner ja natürlich auch abbremsen müssen. Sonst brettern sie ja an der Straße vorbei. Wow. Und das sieht mir sehr nach geraden Strecken aus. Sehr gut. Ja, 8,8, fast 9 Sekunden. Nee, das können die vergessen. Wow. Sehr gut. Ja, die haben verloren. Mann, das ist echt erstaunlich. Mit Maserati hatten wir hier riesig Probleme. Wir sind höchstens. Nee, nicht mal Dritter sind wir hier in dem Rennen geworden. Vierter, glaube ich. Und hier schaffen wir es locker mit dem Maserati. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Und jetzt kriegen wir Kohle, wie blöd. So. So. Was ist hier oben? Ah, nee, das ist. Ja, dann machen wir das hier. So. Gut. Dann war der Wagen seine Investitionen doch allemal wert. Freut mich, freut mich. So, 3 Minuten für die ganze Strecke. Das müsste doch wohl machbar sein. Sehr gut, sehr gerade Strecke. Ha, so gefällt mir das, so gefällt mir das. Oh, Stadt, ja, jetzt müssen wir wohl abbremsen. Haben wir wohl keine andere Wahl. Fahren wir halt mit 220 durch die Stadt, das geht auch. Boah, ich stelle mir das jetzt gerade mal so im echten Leben vor, wenn jemand so ein Bekloppter mit 220 durch die Stadt fährt, das wäre echt krass. Das wäre ein bisschen krank. So. 1,4 Kilometer noch zu bewältigen. Und dann nochmal ein bisschen und dann haben wir es auch schon geschafft.
Vielleicht kriegen wir ja sogar einen richtig guten neuen Rekord hin. Ja, darauf hoffe ich. Das wäre schön. Ha. So. Und den Checkpoint. Haben wir auch. Hier wird sogar das Fahren nicht mal bewertet. Ich könnte auch durchs Gras fahren. Das wäre null Problem. Wir wären zwar langsamer, aber wir könnten es theoretisch. Also selbst wenn ich einen riesen Unfall baue, könnten das Rennen sogar trotzdem noch schaffen. Ja, das sieht sehr gut. In einer halben Minute schaffen wir das locker. Locker, kein Problem. Da vorne ist ja auch schon das Ziel. Und gewonnen. Sehr schön. Ich muss sagen, der Wagen gefällt mir wirklich. Also, da kann man echt nicht meckern. So wie der Gas gibt. Das ist echt super. Also gut, was haben wir hier? Dutch Tag? Nein. Der Highway zum Erfolg. Tempoleidenschaft? Nee, dann nehmen wir einen anderen Wagen, wenn das keine Beschränkung ist. Maserati. Oh. Ah, nee, da nehmen wir lieber einen anderen Maserati. Als den alten G-Wagen. Das wäre vielleicht keine so tolle Idee. Aber, warte mal, wo ist denn das Rennen? Ja, hier, das mit diesem Highway. Das können wir ruhig machen. Würde ich mal sagen. Ja, Beschleunigung könnte wirklich echt besser sein, aber... Aber es ist trotzdem ganz gut. Oh. Ah ja, okay, ist das auf der Autobahn? Also wenn die Tempoanzeigen auf der Autobahn sind, dann geht's ja noch, aber bei sowas bräuchte man normalerweise vor allem gute Beschleunigung. Naja. Hoffen wir, dass wir bei allen mit 300 durchfahren. Dann ist es ja kein Problem. Wo müssen wir lang? Rechts, links, Mitte oder wo? Keine Ahnung.